Ein Kurs in Wundern, Textbuch, Seite 444. Was wäre, wenn du begreifen würdest, dass diese Welt eine Halluzination ist? Was, wenn du wirklich verstündest, dass du sie erfunden hast? Was, wenn du merktest, dass die, die scheinbar auf ihr wandeln, um zu sündigen und zu sterben, um anzugreifen, zu morden und sich selber zu zerstören, gänzlich unwirklich sind? Könntest du an das glauben, was du siehst, wenn du das akzeptiertest? Und würdest du es sehen? Halluzinationen verschwinden, wenn sie als das begriffen werden, was sie sind. Das ist die Heilung und das Heilmittel. Glaube nicht an sie, und sie sind fort. Das Einzige, was du tun musst, ist begreifen, dass du das getan hast. In dieser radikalen Passage sagt der Kurs noch einmal ganz deutlich, dass diese Welt, die wir wahrzunehmen glauben, nicht wirklich ist. Sie existiert einfach gar nicht, denn sie ist eine reine Halluzination. Und sie ist meine Halluzination. Der Kurs sagt nicht, dass ihr sie erfunden habt, diese Welt, diese Halluzination, sondern dass du sie erfunden hast, also ich. Das ist heftig, denn der Glaube daran, dass diese Welt irgendwie doch wirklich ist und irgendwo da draußen existiert, unabhängig von mir und meiner Wahrnehmung, meinem Geist, dieser Glaube ist so tief in mir verankert, dass es fast unmöglich scheint, ihn zu überwinden. Und dann heißt es, Halluzinationen verschwinden, wenn sie als das begriffen werden, was sie sind. Das heißt, es geht wirklich darum, nicht nur Halluzinationen innerhalb der Welt zu überwinden, sondern die Welt als solche, als Halluzination, die sie ist, zu überwinden. Es geht buchstäblich darum, diese Welt nicht mehr wahrzunehmen. Das erschreckt uns, wenn wir ehrlich sind. Denn es erscheint uns, wie der Tod zu sein. Keine Welt mehr wahrzunehmen, also nicht mehr wahrzunehmen, scheint doch gleichbedeutend damit zu sein, tot zu sein. Nicht mehr zu leben, denn Leben ist doch Wahrnehmung, oder nicht? Aber das ist der letzte Schritt. Wir müssen in dieser Welt erst einmal die Halluzinationen in dieser Welt erkennen. So wie es auch im Kurs heißt, du kannst diese Welt nicht ändern, aber du kannst dein Denken über die Welt ändern. Das scheint ja dem zu widersprechen. Da heißt es, ich kann die Welt nicht ändern, und vorher hieß es, ich kann sie völlig überwinden, indem ich sie als Halluzination erkenne. Aber es ist einfach nur ein anderer Schritt, eine andere Ebene. Als erstes muss ich diese Welt einfach anerkennen. Diese Wahrnehmung, meine Wahrnehmung dieser Welt muss ich erstmal anerkennen. Und ich kann mir anschauen, wie ich über diese Welt denke,
welche Urteile ich da hineinprojiziere. Ich schaffe quasi eine Welt in der Welt. Auf meine Wahrnehmungswelt propfe ich noch eine Gedankenwelt obendrauf mit tausenderlei Vorstellungen, Urteilen, Erinnerungen, verzerrten Ideen, falschen Wahrnehmungen. Je mehr ich mich davon befreie, desto mehr nähere ich mich der wirklichen Welt, wie es im Kurs heißt. Die wirkliche Welt ist dann ja die Welt frei von meinen Urteilen, frei vom Ego. Dann sehe ich die Welt als Halluzination, ich nehme sie noch wahr, aber ich weiß, dass sie dann eine Halluzination ist. Und ich weiß, dass ich sie gemacht habe. Sie ist allein in meinem Geist. Aber wie soll man das umsetzen in unserem Alltag? Da gibt es auch immer wieder Situationen, wo wir uns angegriffen fühlen, gekränkt, ungerecht behandelt. So eine Situation hatte ich erst vor 2 Tagen. Aber ich kann darauf schauen. Ich kann auch in diesem Moment, wo ich in dieser bedrohlichen Situation bin, erkennen, dass all das mein Traum ist. Ich kann sehen, dass alles in meinem Geist ist. Auch diese Personen, die da wandeln und mich scheinbar angreifen wollen oder mich scheinbar bedrohen, auch sie sind meine von mir geschaffenen Traumfiguren. Und je mehr ich mir das klar mache, desto weniger bedrohlich erscheinen sie. Ja, sie verschwinden nicht sofort mit einem Augenblick. Vielleicht wäre auch das möglich. Aber erstmal erscheinen sie weniger bedrohlich. Dann habe ich eine Stufe auf der Leiter der Vergebung, eine weitere Stufe erklommen. Dann kann ich friedlich auf die zugehen, die mich anzugreifen scheinen. Und egal wie sie reagieren, ich bleibe bei mir im Frieden, denn es ist mein Traum. Und ja, auch wenn dann doch wieder Ärger aufkommt, ich das vergesse, mich als Träumer vergesse, dann schaue ich mir auch das an. Auch dieser Ärger erscheint nur in meinem Geist. Er ist von nichts außerhalb meines Geistes verursacht, denn es gibt nichts außerhalb meines Geistes. Und so kann ich nach und nach diese für den Egoverstand verrückte Idee, dass die Welt nur eine Halluzination, eine Illusion sein soll, kann ich mehr und mehr leben, verwirklichen. Ich kann es in jedem Moment, wenn ich bereit bin. Dass die Welt eine Illusion ist, ist nicht nur im Himmel wahr, es ist nicht nur auf der absoluten Ebene wahr und in Wolkenkuckucksheim irgendwann, wenn wir dann erleuchtet sind bei Gott. Nein, es ist jetzt wahr, jetzt in diesem Moment sogar, jetzt, da ich dies hier in mein Handy spreche. Einfach so, wie es mir gerade einfällt.
Und natürlich sind es nicht nur die bedrohlichen Figuren, es sind auch die schönen, die angenehmen, die netten, die freundlichen, die vorbildlichen Figuren, die ich in meinem Traum wahrzunehmen glaube, die ebenso Halluzination sind. Ja, vielleicht helfen sie mir, vielleicht hilft mir meine Idee von Ken Wapnick, von Jesus, vom Kurs, hilft mir vielleicht, die Halluzination als Halluzination zu erkennen und dadurch zu überwinden. Aber sie sind an sich auch nicht realer wie die seltsamen Figuren oder Kollegen oder wer auch immer, die mich zu bedrohen scheinen. Ich kann sie theoretisch genauso benutzen, um über die Halluzination hinaus zu gelangen. An sich sind sie bedeutungslos. Es ist nur die Frage, wie ich sie nutze, wie ich darauf schaue. Und ich muss immer begreifen, dass ich das getan habe. Was immer ich wahrzunehmen glaube in dieser Welt, was immer ich zu erleben glaube, habe ich selbst getan. Ich habe das Drehbuch geschrieben. Ich schreibe es in jedem Augenblick. Es ist bereits da, wie immer man darauf schauen mag. Aber es ist bedeutungslos. Die Welt als Halluzination zu erkennen, ohne sie zu beurteilen, ohne sie abzuwerten, ohne sie schlecht zu machen, denn dann würde ich sie wieder wahr machen. Eine Halluzination als solche ist weder gut noch schlecht. Sie ist, was sie ist, eine Halluzination. Und ich kann mich von ihr in Angst und Schrecken versetzen lassen. Oder ich kann durch sie wieder in meinen inneren Frieden kommen.